Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Friedrich Bauer Biomedcenter Bayreuth. Im heutigen Video zeige ich Ihnen die Passage von Primärzellen. Genau wie die immortalisierten Zellen Ihnen auch, wachsen Primärzellen auf sogenannten Flasks. Der Unterschied zu den immortalisierten Zelllinien besteht darin, dass die Primärzellen nur eine begrenzte Anzahl an Passagen durchlaufen können, bevor sie die Apoptose betreiben. Deshalb sollten diese nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel beim Vorbereiten für Versuche oder auch zum Vermehren oder Einfrieren, passagiert werden. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Video. Hier haben wir eine Flask mit Knochenzellen aus humaner Primärzellkultur. Die Passage läuft im Grunde genauso ab wie bei adherenten, immortalisierten Zelllinien. Als erstes wird das Medium abgegossen. Hierbei ist wiederum wichtig, dass kein Tropfen am Rand des Flaschenhalses ist. Als nächstes werden die Zellen mit 10 ml phosphatgepufferter Salzlösung gewaschen. Hier ist wieder darauf zu achten, die phosphatgepufferte Salzlösung nicht auf die zellbewachsene Seite der Flasche zu geben. Gerade bei Primärzellen kann dies sehr häufig zum Abschwimmen der Zellen führen. Nach dem vorsichtigen Spülen der Zellen mit PBS wird dieses dekantiert. Anschließend werden die Zellen mit 2,5 ml Trypsin behandelt. Wir benutzen hierzu ein modifiziertes Trypsin, das sich nicht selbst abbaut. Die Zellen werden nun unter dem Wärmeschüttler mit Hilfe des Trypsins vom Flaschenboden gelöst. Der Ablösevorgang der Zellen unter dem Wärmeschüttler bei konstanten 37 Grad kann durchaus etwas länger dauern als bei den immortalisierten Zellen. Wichtig ist auch hierbei die ständige mikroskopische Kontrolle. Der Ablösevorgang kann durch Klopfen oder Schlagen der Flask beschleunigt werden. Bei manchen Primärzellarten, besonders bei Knochenzellen, kann es vorkommen, dass diese sich nicht oder nur sehr schwer vom Flaschenboden lösen lassen. Im Folgenden werden die Zellen zuerst mit 8,5 ml Medium abgestoppt. Und anschließend mit einem Zellschaber vom Flaschenboden gelöst. Nach dem Abschaben der Zellen kann ein Teil zum Einfrieren oder für Versuche und ein anderer Teil für die weitere Kultur entnommen werden.
Zellen für die Weiterkultur werden jetzt bei Raumtemperatur für 5 Minuten bei 200 G zentrifugiert. Anschließend wird der Überstand dekantiert und in neuem Proliferationsmedium resuspendiert. Die Zellen werden anschließend wieder in die Flask gegeben. Näheres dazu finden Sie in unserem Zellenpassagieren-Video von adhärenten Zellen. Das war die Passage von Primärzellen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.